Caro Robens, mit gefährlichem Beauty-Eingriff versetzt ihren Ehemann in Sorge. Caro Robens, 44, ist in der Auswanderer-Dokumentation Goodbye Deutschland vor allem für eins bekannt: Fitness. Fitness und nochmals Fitness. Die begeisterte Bodybuilderin setzte in der Vergangenheit deshalb auf harte Trainings und Diäten. Doch nicht alles hat sich dadurch so in Form bringen lassen, wie sie es sich gewünscht hat. Das zeigt sich in der neuen Episode der Doku-Soap, in der es die Auswanderin gleich zu einer Reihe von kostspieligen Beauty-Eingriffen kommen lässt. Komplikationslos geht das nicht direkt über die Bühne, mit Sorge betrachtet das ihr Ehemann Andreas Robens, 56. Während eines sechsstündigen Eingriffs werden die Lippen geliftet, ihr Bauch gestrafft und ihr Po vergrößert. Das hat sich die Bodybuilderin nicht nur 17.500 € kosten lassen, sondern der Eingriff gestaltet sich auch komplizierter als zunächst angenommen. Durch ein Fenster kann ihr Bodybuilder-Gatte die Operation in der Klinik verfolgen. Das sieht natürlich echt heftig aus. Böse, 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 kommentiert Andreas Robens das Geschehen. Schönheitschirurg Christian Wolf und sein Team sehen sich indessen mit einem Problem konfrontiert: die 500 Gramm Silikonimplantate wollen nicht in den Po der Auswanderin. Hinter der Fensterscheibe zeigt sich Andreas Robens immer angespannter, bis die Assistentin des Chirurgen ihn beruhigt: der Christian hat einen sehr hohen Anspruch. Dass die Schnitte klein sind, weswegen das Einsetzen Zeit in Anspruch nimmt. Anschließend sitzt das Implantat. Es lässt sich aufgrund früherer Eingriffe und Vernarbungen jedoch nur schwer in Form bringen. Die Operation an ihrer Kehrseite verläuft letztendlich gut. Aufgrund der Schmerzen kann Caro Robens dennoch erstmal nicht mehr sitzen. Das sieht bei einem Besuch des Drehteams, 8 Wochen später, anders aus. Die Schmerzen seien vorüber. Nur mit den Nähten müsse sie noch ein wenig aufpassen. Über ihren neuen Po freut sich vor allem auch Andreas: der ist doch mal schick, oder nicht? Es ist nicht das erste Mal, dass die Bodybuilderin sich einem Eingriff am Po unterzieht. In der Vergangenheit probierte sie es mit einem Aquafeeling und ließ sich Wasser in ihren Po injizieren. Die Folgen waren schwerwiegend: Schmerzen, Entzündungen und Fieber. Eine weitere Unterspritzung mit Hyaluronsäure mündete in Knötchen im Gewebe. Fernab vom Po hat die Goodbye Deutschland Auswanderin vor 12 Jahren auch ihre Brüste operieren lassen. Ihr Gesicht ließ sie sich mit einem Fadenlifting straffen.